Mein Name ist Astrid Zimmermann und ich freue mich sehr, dass ich Sie heute begrüßen kann zum WILA 24 Stunden Women in Landscape Architecture, was im Rahmen von WIA Women in Architecture stattfindet. Mit 24 Stunden Landschaftsarchitektur wollen wir beitragen dazu, Frauen im Beruf der Landschaftsarchitektur und der Landschaftsplanung in den Vordergrund zu rücken. Wir würden gerne die Vielfältigkeit dieses schönen Berufs auch vermitteln. Wir wollen einen Raum auch für die Frauen zur Verfügung stellen, die nicht in der ersten Reihe stehen und genauso wichtige Beiträge zu unserer Arbeit leisten. Wir wollen auch ermutigen, mehr Verantwortung zu übernehmen und sich mehr zuzutrauen. Wir wollen den Blick richten auf vielfältige Themen, die uns im Arbeitsalltag beschäftigen. Welche Vorurteile und welche Hürden gibt es heute noch? Wie kommen Frauen in männlich dominierten Bereichen, wie auf der Baustelle, heute zurecht? Welche Rollenklischees gibt es und welche Rolle spielt denn heute noch Sexismus oder Antifeminismus? Und gibt es eine weibliche Planungskultur? Und natürlich gibt es auch Ausstellungen und einen Filmbeitrag zu Landschaftsarchitektur von und mit Frauen. Ein großes Dankeschön geht an alle Frauen, die zum Gelingen von WILA beigetragen haben. Nachdem im Januar letzten Jahres auf unserem Neujahrsempfang der Startschuss dafür gefallen ist. Seither sind viele Frauen dazugekommen und 15 bis 20 Frauen haben mit großem persönlichem Engagement dazu beigetragen, dieses Programm heute auf die Beine zu stellen. Ich möchte mich jetzt nicht zu lange mit Reden aufhalten, sondern Raum geben für unsere Auftaktveranstaltung Planerinnen im Generationengespräch. Und die Protagonistinnen sind hinter mir schon bereit für ein interessantes Gespräch. Insofern wünsche ich Ihnen viel Freude bei unserem Programm und viele interessante Einblicke. Vielen Dank. Ja, ich danke dir, Astrid, für den Anfang. Jetzt sind wir hier und zwar zu unserer Veranstaltung, in der wir schauen wollen, wo stehen wir im Jahr 2021 mit der Gleichstellung in der Planung. Wir wollen schauen, welche Aspekte der Gleichstellung sind uns wichtig, wie hat das, was wir tun, Einfluss auf auch die Art und Weise, wie Stadt entsteht und wie Stadt gestaltet wird und welche Rolle spielen wir auch als Frauen in der Planung, in unserem täglichen Alltag, als Auftraggeberinnen, als Angestellte, vielleicht als Studierende, als Dozentinnen und wollen so ein bisschen schauen, wo stehen wir eigentlich, eine kleine Standortbestimmung machen und wo würden wir gerne hin? Was haben wir vielleicht auch für Wünsche oder was möchten auch vielleicht unsere Gäste den jungen Planerinnen mitgeben auf den Weg? Wir, das sind? Also ich bin Emeline Gayry, ich komme aus Frankreich, ich bin 32 Jahre alt, ich habe Architektur studiert und jetzt ich arbeite als Landschaftsarchitektin in Berlin. Ja, und ich bin Antje Backhaus, ich bin von Bürogruppe F und ich bin 40 Jahre alt, ich bringe schon durcheinander. Genau, so haben wir so ein bisschen alle verschiedenen Generationen hier beieinander. Die ganz Jungen fehlen uns noch, aber vielleicht dann beim nächsten Mal. Wir freuen uns auf jeden Fall über unsere wunderbaren Gäste, die Frauen, die wir hier zu Besuch haben und wollen die gerne einmal am Anfang vorstellen. Da haben wir mit uns Regula Lüscher, die ist aus der Schweiz und sie hat als Architektin gearbeitet. Dann hat sie auch als Professorin an der ETH Zürich gearbeitet. Und als stellvertretende Direktorin im Amt für Städtebau in Zürich. Sie ist danach in 2007 nach Berlin gekommen und sie ist Stadtbaudirektorin und Stadtsekretärin in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung in Berlin. Sie ist auch Honorarprofessorin in der Universität der Kunst in Berlin und sie haben sehr viele Bauvorhaben in Berlin erfolgreich geführt, wie zum Beispiel der Masterplan zur Errichtung von Hochhäusern in Alexanderplatz
und die Leitlinie zur Gestaltung der historischen Mitte. Ja, neben Frau Lüscher haben wir Barbara Hutter. Barbara Hutter kommt ursprünglich gebürtig aus Wien. Sie hat an der Universität für Bodenkultur in Wien studiert und dann ihr Diplom gemacht an der TU hier in Berlin 1993. Und dann hat sie 8 Jahre lang als Landschaftsarchitektin angestellt, im Atelier Leudel gearbeitet, bevor sie sich 2001 gemeinsam mit Stefan Reimann selbstständig gemacht hat mit dem Büro Hutter-Reimann Landschaftsarchitektur. Jetzt seit 2020 ist sie auch Gastprofessorin an der TU Berlin für konstruktions- und materialbezogenes Entwerfen in der Landschaftsarchitektur. Ja, sie ist auch Künstlerin, sie ist Preisrichterin, sie ist in verschiedenen Ausschüssen und Gestaltungsbeiräten und wir sind ganz gespannt. Ja. Und dann haben wir Professor Ondine Giesecke, die ist Landschaftsarchitektin und sie hat ihr Büro gegründet. Das Büro heißt BGMR Landschaftsarchitekten. Sie ist seit 1998 Professorin an der TU Berlin, Institut für Landschaftsarchitektur und Umweltplanung. Und seit 2003 leitet dieses Fachgebiet. Sie hat sehr viele Forschungsprojekte geleitet über das Thema nachhaltige Infrastruktur und Megametropole. Und sie ist eine von der einzigen Landschaftsarchitektur, die jetzt einen Architekturpreis gewonnen, das Gottfried Semper Architekturpreis. Genau, das ist unsere Runde. Wahrscheinlich haben Sie alle schon gekannt, aber jetzt wissen Sie noch ein bisschen mehr. Wahrscheinlich wissen Sie auch alle so ein bisschen, wie die Situation bei uns in der Gesellschaft ist für Frauen in der Planung. Aber auch da wollen wir uns noch ein bisschen schlauer machen. Da habe ich auch für uns ein paar Zahlen mitgebracht, so für den Anfang, damit wir wissen, worüber wir reden. Und zwar habe ich mal geschaut auf der Seite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Und da gibt es sowas wie die Gender Care Gap, die beschreibt, wie viel Zeit Männer und Frauen für Sorgearbeit verwenden. Also für die Arbeit, Kindererziehung, Pflege von älteren Menschen, Hausarbeit, diese ganzen Themen, die nicht bezahlt sind. Frauen verwenden durchschnittlich 52% mehr Zeit für unbezahlte Sorgearbeit als Männer. Und das wird ganz konkret, wenn man auf die jungen Frauen guckt, die 34-Jährigen werden da genannt, die verwenden täglich durchschnittlich 5 Stunden und 18 Minuten auf Care-Arbeit, während die männlichen Pendants im gleichen Alter 2 Stunden und 18 Minuten verwenden. Das heißt, da gibt es tatsächlich einen großen Gap. Wir sprechen häufig über den Gender Pay Gap, also was wir verdienen, aber es ist eben auch die unbezahlte Arbeit, die Frauen leisten in unserer Gesellschaft, die ja zu einem strukturellen Problem beiträgt, über das wir heute sprechen wollen. Wir können auch gucken direkt in unsere Profession der Landschaftsarchitektur. Da hat die Garten und Landschaft im Februar 2020 eine wunderbare Ausgabe gemacht, wo sie für uns schon alle Zahlen zusammengesammelt hat. Zum Beispiel steht da, dass Büros heute immer noch klar in männlicher Hand sind. Es gibt nur 30% Büros, die tatsächlich Frauen geführt sind, obwohl die Angestellten 50-50 verteilt sind. Es gibt fast 2/5 aller Landschaftsarchitektinnen arbeiten in Teilzeit. Bei den Männern sind es nicht mal 10%. Und eine Landschaftsarchitektin in Vollzeit verdient im Schnitt 8.000 Euro weniger im Jahr als der Mann in der gleichen Position. Das heißt, wir haben an den Universitäten viele Frauen, die beginnen, aber offensichtlich sind sie am Ende immer noch nicht in der Position ganz oben, sage ich jetzt einfach mal. Und damit wollen wir auch einsteigen in die Diskussion heute, weil wir, als wir in unserer Gruppe der Frauen, die das hier vorbereitet haben, überlegt haben, wen wollen wir denn einladen aufs Podium? Wer sind denn unsere Stars der Landschaftsarchitektur oder der Stadtplanung, der Planung insgesamt? Und da haben wir natürlich euch ausgewählt, aber wir haben auch so ein bisschen überlegt, gibt es eigentlich sowas wie weibliche Stars in der Architektur, in der Landschaftsarchitektur? Es gibt so ein paar Namen, die immer genannt werden, aber es gibt gar nicht so viele. Und da ist so die erste Frage, die ich euch stellen will, und vielleicht Barbara, magst du gleich antworten. Was braucht Frau eigentlich, um da hinzukommen? Oder brauchen wir Star-Architektinnen, Star-Landschaftsarchitektinnen überhaupt? Oder wollen wir lieber als gesamte Masse viel Aufmerksamkeit? Wie siehst du das? Ich glaube, wir dürfen alles brauchen wollen, was wir uns wünschen. Und so sollten wir das auch sehen.
Ich habe meine Mitarbeiterinnen gefragt, weil ich natürlich jeder seine Vorbilder hat und ich gehöre ja jetzt zu diesen arrivierten alten weißen Frauen, im Übrigen ohne Kind. Das ist auch noch vielleicht ein Aspekt, der noch zur Sprache kommen wird. Und allen ist natürlich nur Zaha Hadid eingefallen, aber vielleicht auch deshalb, weil sie neben einer tollen Architektin auch diese Diva, diese unglaubliche Präsenz mitgebracht hat, dass man heute, denke ich, schon sagen kann, sie gehört ja, wie ein Miss van der Rohe zum Welterbe der Menschheit oder so. Aber wer ist schon ein Star de facto? Ne? Also heute, seit heute bin ich auch einer, wie ich höre. Das ist wunderbar. Damit gehe ich jetzt voll stolz nach Hause. Aber das ist eigentlich ein Labeling, das sozusagen Wahrnehmbarkeit, Sichtbarkeit, Präsenz und vielleicht auch eben Wortgewaltigkeit, Richtlinienkompetenz damit darstellt in unserem Beruf. Aber es ist natürlich auch etwas, was relativ beschränkt bleibt, weil wenn man sich umhört, wer kennt noch einen Chipperfield, von dem bei der Intro-Veranstaltung die Rede war als König. Im gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang sind wir alle exotische Tiere. Also sollten wir gar nicht danach streben? Doch, ich bin dafür. Ich finde, wir sollen nach allem streben, was wir uns wünschen. Und wenn wir das wünschen, und das heißt vor allen Dingen sichtbar, hörbar, wahrnehmbar, damit auch Kompetenz und leitbildgebend. Und das, glaube ich, ist das Wichtigste, was wir, also manche von uns ist nicht jede Persönlichkeit dazu gemacht, aber das, was uns voranbringt. Und Undine Kiesecke, fühlen Sie sich als Pionierin? Oh. Es sind so viele Attribute, die heute jetzt in den letzten Minuten auf einmal auf einen einprasseln hier als Pionierin. Ja, vielleicht in gewissen, wie soll man sagen, Konzepten, die wir uns so ausgedacht haben, wie man Leben und Arbeiten unter einen Hut bringen kann, schon. Mhm. Also ich habe auch in der Vorbereitung jetzt zu dem Termin hier heute überlegt, also wir sind ja so ein Büro, wo wir immer zwei Frauen und zwei Männer waren. Und das gibt es auch schon eine ganze Weile und es funktioniert nach dieser Konstruktion immer noch. Und es war für uns nicht eine große ideologische Frage, aber wir fanden es irgendwie sehr plausibel nach den ganzen Diskussionen, die wir auch so politisch geführt haben im Studium und in den Jahren danach. Und es gibt nicht ganz so viele Büros, die danach funktionieren. Und ja, es gibt auch nach wie vor noch nicht so ganz, ganz viele weibliche Professorinnen, obwohl wir 50% Studierende haben. Mhm. Also das ist diese Kaskade, das ist bei den wissenschaftlichen Mitarbeitern noch da. Aber dann dünnt sich das eben einfach aus. Und insofern, dass jetzt Pionierin ist, aber ein Stückchen weit vielleicht schon. Auch diese Frage, wie viele Rollenvorbilder gab es denn dafür? Da gab es jetzt einfach nicht so ganz, ganz viele. Also ich glaube, man musste sich da schon so ein bisschen auch selber seinen Werdegang zurechtbasteln, sage ich mal. Mhm. Dann hätte ich eine Frage zu Regula Lüscher. Wie sind Sie zu diesem Beruf gekommen und was hat Sie daran interessiert? Ja, wie bin ich Architektin geworden? Ich nach einer Reise. Ich habe Interrail gemacht. Viele wissen gar nicht mehr, was das ist, mit dem Zug. Mit dem Zug durch die Welt und primär im Zug übernachten. Und da bin ich in den Norden gefahren und bin schlussendlich in Helsinki gelandet. Ich hatte schon angefangen zu studieren, Deutsch und Geschichte, und wollte eigentlich Journalismus machen. Ich habe dann gemerkt, es interessiert mich zu wenig. Ich muss was studieren, was mich interessiert, wenn ich darüber schreiben will. Und da habe ich dort eine Studentin kennengelernt und natürlich Alva Aalto, habe ich eh alles schon gekannt. Ich bin so ein wenig in einem Bauhaushaushalt aufgewachsen. Ja, und dann bin ich zurückgekommen und habe mich dann entschieden, mich an der ETH anzumelden und habe das dann auch meinen Eltern mitgeteilt. Ja, und dann war das so. Und dann habe ich aber nach 4 Wochen gemerkt, ungefähr, ja, also über Architektur schreiben ist es nicht, sondern Architektur machen ist es. Mhm. Ja, und so ging es weiter. Da wurde ich relativ jung selbstständig und irgendwann habe mich dann in Zürich der Direktor des Amtes für Städtebau
gefragt, ob ich nicht in die Verwaltung wechseln will. Ja, habe ich mir das 6 Wochen überlegt, hatte ja ein Büro mit meinem damaligen Mann und habe dann nach 6 Wochen das Büro verlassen. Das war hart, also eher für die anderen, für mich nicht so. Und weil ich einfach fand, man muss auch mal auf die andere Seite gehen. Also ich hatte jetzt nicht vor, in der Verwaltung zu bleiben. Ich war wirklich Vollblutarchitektin. Und dann bin ich plötzlich in die Führung gekommen, ins Management hineingewachsen, musste dann sofort eine Reorganisation machen in diesem Amt und hatte nach einem halben Jahr 2 sehr gediente Stadtplaner, wurde ich Vorgesetzte von denen, ja und so weiter und so fort. Aber mussten Sie Kompromisse machen dann mit Ihrem Privatleben oder so? Also Sie müssen nichts erzählen, was Sie nicht erzählen möchten, aber also sozusagen, um dahin zu kommen, also das hört sich jetzt so ganz einfach an und dann ein Stück folgte dem anderen. Ich möchte mal so ein bisschen nachhören. Also gab es Situationen, wo Sie gesagt haben, Mensch, das ist jetzt aber ein hoher Preis, den ich dafür zahle, dass ich das weitermache, oder habe ich mir das wirklich gut überlegt? Nee, das kam eigentlich relativ spät. Also ich bin so ein Typ, wenn etwas auf mich zukommt und andere mir das offensichtlich zutrauen, weil ich habe mir das selber, ich habe gar nie daran gedacht. Ja. Mhm. Ich habe auch nicht daran gedacht, jetzt nach Berlin zu gehen, aber das hat sich einfach so ergeben. Und dann überlege ich mir das und dann denke ich, ja, wenn andere mich in dieser Rolle sehen und die kennen ja die Aufgabe, ja, dann probiere ich das, das ist doch interessant. Und ich glaube, es hat sehr lange gedauert, bis ich realisiert habe, dass ich natürlich auch einen Preis dafür bezahle. Also ich lebe seit 14 Jahren in einer Fernbeziehung, mein Mann lebt in der Schweiz. Und irgendwann kommt man einfach an den Punkt und merkt, das ist doch, ja, das ist natürlich nicht für ewig, diese Situation. Und der zweite Preis ist natürlich schon auch ein energetischer und ein gesundheitlicher Preis. Also diese Dauerbelastung, insbesondere in diesem Job in Berlin, ist schon sehr groß und das geht schon an die Substanz. Und ich habe auch, glaube ich, relativ spät realisiert, dass es vermutlich hier in Berlin nicht nur schwierig war, weil ich eine Exotin war, weil ich aus der Schweiz kam, weil ich einen anderen kulturellen Hintergrund habe, sondern ich vermute, dass manchmal auch Dinge an mir, also ich für Dinge kritisiert wurde, für die vielleicht ein Mann nicht so hart ins Gericht genommen worden wäre. Aber das war für mich nie ein vordergründiger Gedanke. Ich fand es immer, ich habe mich nie gefragt, ob ich jetzt Architektin werden soll oder ob ich irgendwas nicht tun soll, weil ich Frau bin. Das war für mich nie eine Frage. Vielleicht an Barbara Hütter. Wenn Sie in schwierigen Situationen waren, wo haben Sie Unterstützung gefunden? Und gibt es vielleicht bestimmte Charaktereigenschaften, Gewohnheiten, Einstellungen, die haben Sie geholfen? Muss ich jetzt über meine schwierigen Situationen nachdenken? die sind zum Glück schon ein paar Tage her. Das ist schon mal ganz gut. Das ist vielleicht auch etwas, was die Zuversicht gibt, wenn man in ein Alter kommt, dass man sie auch bewältigt hat, alle die schwierigen Situationen. Vielleicht ganz vorne angefangen, ich war als Kind vergleichsweise laut. Für alle anderen unangenehm laut und unwirsch und fordernd und habe mit 3 die Tür aufgemacht und bin einfach fortgegangen aus Neugierde. Meine Mutter hat natürlich dann wiederholt der Schlag getroffen, aber ich war sehr extrovertiert. Ich war auch in der Schule extrovertiert, das hat sich dann auch nochmal geändert, aber das hat geholfen. Das hilft natürlich, wenn man auch wie ich eine eher dunkle Stimme hat. Das hilft dann auch auf der Baustelle, wenn irgendjemand einem blöd kommt, weil dann kann ich schon ganz schön zurückschnauzen. Es hilft auch, dass ich Exotin bin hier.
Also es hilft, weil ich kann in meinem Wienerischen durchaus Unverschämtheiten sagen und es versteht niemand so ganz. Also das ist auch ganz, das, also auch solche kleinen Dinge helfen, aber insgesamt im Lebensverlauf waren es eher die privaten Dinge, die zu Abgründen führen, wie bei allen Menschen, schreckliche Liebeskummer. Dann sind es die Freundinnen. Es waren bei mir meistens die Freundinnen. Ich habe eine wunderbare Peergroup an starken Frauen, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, die mich immer unterstützen. Aber es war im beruflichen Jahr, dann kann man nicht schlafen. Das ist so, wenn es ganz schlimm wird, wenn man irgendeine Klage am Hals hat oder sowas, Fehler gemacht hat oder vermeintliche Fehler gemacht hat. Ich habe den Vorteil, also ich bin ja auch im Partnerschaftsbüro-Inhaberin und es war für mich eigentlich immer klar, also es gibt keinen Grund jetzt hier wie Superwoman alleine die Welt zu retten, sondern es war für mich eigentlich immer klar, dass ein partnerschaftliches Modell ein gutes und ein interessantes für meine persönliche Situation ist. Und das ist natürlich auch, hilfreich. Also es ist einfach hilfreich, nicht immer zu glauben, man könne die Dinge alleine und man müsse sie alle noch 5-mal besser machen, sondern sie A, einfach zu machen. Wie Sie sagen, Frau Lüscher, finde ich wahnsinnig richtig, Menschen, die einem etwas zutrauen, denen kann man auch mal glauben und dann macht man das. Also man muss dann auch den Mut oder die Zuversicht haben, zu sagen, I go for it, das tue ich jetzt, das kann ich. Wenn die sagen, ich kann das, dann kann ich das. Und man muss natürlich dann über seinen Schatten springen, man darf nicht bequem sein, also in der Position, in der wir alle sind, wir dürfen nicht bequem sein. Wir müssen auch aufstehen, wenn es weh tut. Also im jetzt nicht im Sinne aus dem Bett kommen, sondern man muss da einfach dranbleiben. So. Aber dann geht das. Und noch nicht Ende des Tages, den habe ich hoffentlich noch nicht erreicht, aber weiß man auch, dass es immer wieder funktioniert. Dann vielleicht an Andi Giesecke. Also für mich, ich habe vor 10 Jahren studiert und also ich dachte, diese Rollenklischee, es ist vorbei. Und wenn ich bin eingestiegen im Büro, ich habe schon bemerkt, es gibt noch Sexismus und manchmal war ich in Besprechung mit 20 Männern und ich habe so studiert mit Frauen. Wir waren 50% Frauen, 50% Männer. Und da habe ich nicht verstanden, wieso ich in Besprechung nur mit Männern bin. Und ich habe bemerkt, wenn man hat eine bestimmte Verantwortung, dann wird es noch schlimmer. Und also meine Frage ist, wie kann man schon im Studium vielleicht die Frau sensibilisieren oder unterstützen, damit sie das überleben können. Okay, also überleben kann man das. Ich hoffe dafür, dann bin ich ein lebendes Beispiel sozusagen. Und es ist auch relativ lange her. Ich überlege gerade, neulich ist es bei mir passiert, da war ich tatsächlich mal nach langer Zeit die einzige Frau in einer relativ großen Männerrunde. Aber es, muss ich sagen, ist deutlich weniger geworden. Wenn ich 20 Jahre zurückdenke, ist das noch wesentlich häufiger passiert. Und wie man jetzt Studierende dafür sensibilisieren kann, das finde ich ein bisschen eine schwierige Frage, weil ich glaube, das ist so ein bisschen was so ein spiralförmiger Weg ist. Das baut sich ja auf ganz, ganz vielen Ebenen auch. Natürlich diskutieren wir das, aber wir sind noch in so einem relativen Komfortzone in der Uni. Also jetzt bei uns im Studiengang sind wir mehr Studentinnen als Studenten. Auch im Lehrkörper ist das ganz gut so aufgestellt und das fängt dann eigentlich in anderen Bereichen an. Also wenn man rausgeht in die Praxis oder wenn man eben versucht, in der Karriereleiter ein Stückchen weiter hochzukommen. Und insofern, glaube ich, kann man das so ganz grundsätzlich thematisieren und auch bestimmte Eigenschaften schulen, Durchsetzungsfähigkeit. Ja, wir achten sehr darauf, kriegen wir ja schon auch in den, selbst wenn wir viele Frauen haben, in den Diskussionsrunden mit, wenn wir sagen, jetzt geht es mal darum, ein Thema auseinanderzunehmen, dann
muss man schon auch aufpassen, dass es nicht nur die Studierenden, männlichen Studierenden sind, die zu Wort kommen. Also das heißt, eine gendersensible Lehre spielt durchaus eine Rolle, um einfach überhaupt zu üben, sich zu artikulieren und Haltung zu vertreten. Aber das hört natürlich nicht auf. Also das heißt, jeweils in diesem spiralförmigen Weg, glaube ich, brauchst du dann ab einem gewissen Punkt auch andere Unterstützung. Und wir arbeiten relativ stark zum Beispiel jetzt so mit Mentorinnen, Systemen. Das hat es praktisch in meinem Karriereweg in der Form noch nicht so gegeben. Aber das ist etwas, wo wir uns sehr drum bemühen, bei wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen, bei Promovendinnen, dass sie auch jemanden etwas Erfahreneren zur Seite haben. Und ich glaube, da brauchst du unterschiedliche Formate in unterschiedlichen Phasen einfach. Ja. Mhm. Darf ich da etwas ergänzen? Weil ich finde es wirklich ein wichtiges Thema, diese Frage, wie wir quasi diesen Frauenanteil einfach auch in höheren Positionen, also wie wir da weiterkommen. Und meine Erfahrung ist, dass ein ganz zentraler Punkt ist das Netzwerk. Und zwar fängt das, wie ich finde, eben auch schon im Studium an. Also, und ich sage das, weil ich das gemerkt habe, als ich hier nach Berlin kam. Ich hatte mein Netzwerk in der Schweiz. Alle meine auch beruflichen Kontakte, die habe ich natürlich aus dem Studium heraus. Es sind ja nicht nur die Studierenden, es sind die Assistenten, es sind die Professorinnen. Bei wem studiert man, wo macht man Praktikum? Also ich habe gemerkt, dass ich mich eigentlich immer an Frauen orientiert habe, auch in meinen Praktikas. Also ich habe immer wieder Frauen gesucht als Vorbilder, instinktiv offensichtlich. Mir war das gar nicht so bewusst. Und dieses bewusste Netzwerken, und ich meine, dieses VIA-Festival ist ja nichts anderes als einfach mal monatlang Netzwerk. Und das zu pflegen und diese Netzwerke auch zu nutzen und sie, auch wenn es darum geht, jemanden vorzuschlagen für Preisgerichte, für Kooperationen, wenn man selber vielleicht denkt, okay, ich will mich jetzt da nicht alleine bewerben auf irgendeinen Wettbewerb oder sowas. Und je höher man hochkommt, ja, ist es enorm wichtig. Also für mich war zum Beispiel wichtig hier in Berlin, dass es dann unter den Staatssekretären, das wechselt ja auch alle 4 Jahre, kommen wieder neue, aber wir hatten zum Beispiel immer so ein Netzwerk, wo wir Staatssekretärinnen und Senatorinnen uns getroffen haben. Ja? Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Und dann, was gesagt wurde, auch wirklich dieses Mentoring und dieses Coaching und Lerngruppen organisieren und unter dem Aspekt Austausch, ja, wo man einfach erzählen kann, Situationen erzählen kann und einem dann jemand reflektiert, auch vielleicht das Verhalten reflektiert. Mhm. Weil wir machen natürlich machen wir unsere Karriere selber. Logischerweise, ja, da kann man nicht warten, dass es gemacht wird. Und das Dritte, was ich auch extrem wichtig finde, das musste ich auch lernen, dass ich nicht Angst habe, zum Beispiel vor der Macht. Ne? Mhm. Das Thema zu reflektieren, das Thema zu sehen, das Thema zu erkennen und auch zu lernen in Machtkonstellationen, auch dort quasi in diese sogenannten Machtspiele einzugreifen. Das heißt nicht, also viele Frauen finden das ja schmutzig, Macht, nee, damit will ich nichts zu tun haben, mir geht es um die Sache, ja. Also wir sind quasi die edlen Wesen dieser Schöpfung und das bin ich auch, ja, logisch bin ich auch, aber wenn wir uns diesem Thema nicht stellen, wird es schwierig und wir werden auch nichts ändern, wenn wir dieses Thema nicht sehen und es reflektieren, es hinterfragen, es auch hintergehen. Ja? Aber ich muss mich dem aussetzen. Und darum weiß ich auch, viele Frauen sagen irgendwann, ich habe die Schnauze voll. Ich will in diesen, zum Beispiel in solchen Machtkonstellationen, ich will da einfach nicht mehr arbeiten. Mhm. Ich habe keine Lust mehr. Ja? Und das ist aber eine große Aufgabe, das immer wieder zu durchbrechen. Ändert sich da was in der Verwaltung? Also wenn Sie so zurückgucken, die Zeit, die Sie jetzt in der Berliner Verwaltung gearbeitet haben, kommen mehr junge Frauen nach, die auch Lust haben, das anzunehmen und die vielleicht auch anders auftreten, als Sie begonnen haben vielleicht?
Ja, also ich sehe einfach, die Verwaltung ist nicht mal so das Problem. Ich sehe, dass es in den privaten Büros schwierig ist, Beruf und Familie zusammenzuführen. Mhm. Ich habe 10 Jahre lang selber ein Büro geführt. Dann bin ich in Zürich ins Amt für Städtebau und ich habe dort sofort eingeführt, dass jede Stelle maximal 80% ausgeschrieben ist. Ich habe nach einem halben Jahr habe ich in Führungspositionen Jobsharing eingeführt. Ich habe sofort 50% Stellen eingeführt, so dass junge Architekten, Architektinnen daneben ein Büro aufbauen können, also wie wenn man einen Unijob hätte. Also das war alles möglich, weil in der Schweiz ist einfach dieses Beamtentum gibt es einfach nicht. Da ist man viel freier, kann man viel unternehmerischer auch so eine Verwaltung führen. Aber ich hatte natürlich, so, ich hatte immer mehr Frauen in der Verwaltung, weil man in der Verwaltung erstens den politischen Druck hat, den Frauenanteil einfach zu erhöhen und auch in der Regel etwas bessere Arbeitsbedingungen leisten kann. Und dadurch hatte ich nach kürzester Zeit wahnsinnig tolle, begabte, wahnsinnig gute Leute in der Verwaltung. Das ist natürlich in Berlin ganz anders, weil es da nicht durchlässig ist und so. Das vertiefen wir jetzt nicht. Da habe ich schon mir schon Feinde gemacht auf dem letzten Podium, wo ich saß. Ja. Aber man muss ja die Dinge trotzdem beim Namen nennen. Und ja, nach wie vor, auch in der Verwaltung, hat es immer noch zu wenig Frauen in den Führungsetagen im Vergleich zu dem Frauenanteil, der höher ist als 50%, und es hängt an den Führungskräften selber. Und es ist auch so, dass die Verwaltung ist sehr hierarchisch, und ich mache auch das Erlebnis, dass man als Staatssekretärin kommt man und geht man, und so richtig akzeptiert wird man nicht als Führungsperson. Sobald es um diese Organisationsthemen geht, es interessiert auch kaum Staatssekretäre, weil die ja nach 5 Jahren wieder gehen, weil es ist ein politisches Amt. Und darunter leidet aus meiner Sicht die Führungsqualität in den Verwaltungen, weil wir wären ja die Obersten, die Kultur nach unten geben müssen. Und es bleibt schwer, aber es wird besser. Ich bin so glücklich. Ich habe jetzt eine junge Kollegin, Staatssekretärin. Also sie ist die erste Kollegin, mit der ich von Anfang an über all diese Organisationsthemen nicht nur sprechen konnte, sondern die sich begeistert, die was tut, wo wir gemeinsam am gleichen Strick ziehen. Die hat so ein Potenzial. Ja. Und das ist eben das Schöne, dass man so, wo wir jetzt stehen, wir können jetzt junge Frauen fördern. Und das macht so wahnsinnig Spaß. Ich wollte da noch ganz gerne einen Punkt auch ergänzen. Also weil das eine, glaube ich, ja, es tut sich eine Menge. Also ich finde, man merkt das auch in Wettbewerbsjurys oder in Berufungskommissionen oder so. Es wird auch sehr viel sorgfältiger darauf geachtet, dass ein Frauenanteil vertreten ist. Aber da ist auch noch mal so ein Dilemma mit verbunden, dass natürlich, wenn doch noch weniger Frauen als Männer da sind, es trotzdem die gleichen Aufgaben sind, die sich auf immer weniger Schultern verteilen. Also das ist eine Diskussion, die wir in der Uni auch durchaus führen. Also das heißt, man wird dann auch aufgefordert, es wird auch darauf geachtet, dass zum Beispiel Frauen Gutachten schreiben bei der Besetzung von Professuren und. Also das heißt, ja, wenn man überall vertreten sein muss, und dann ist das was man auch kapieren muss, dass es nicht von heute auf morgen geht, sondern dass das auch ein strukturelles Problem ist, was sich ein Stückchen weit aufbauen. Also da muss ich sozusagen auch so eine kritische Masse erst nochmal aufbauen, weil das wiederum auch umschlagen kann in eine ganz schöne Belastung für die Frauen, die dann in diesen Rollen tatsächlich drin sind, weil sie werden überall, ja, dann sitzen sie hier in der Frauenkommission und da, also Frauenförderungskommission und da in der Berufungskommission und da und da und da und da. Also das darf man nicht ganz aus den Augen verlieren, wie sich das, ja, dass das ein paar Jahre vielleicht braucht, bis das in der Breite dann eine gute Basis hat irgendwo. Weil das wieder zur Mehrbelastung führt. Ja? Also das ist ja, hat ja auch wieder was damit zu tun, wie kann ich Nein sagen, lasse ich mich überreden, wo ziehe ich die Grenze zwischen dem, das ist mein Ding und ich kümmere mich um mein Forschungsfeld, oder ich kümmere mich um die Universität, wie es da weitergeht. Also auch da hat man ja manchmal so weibliche Fallen, in die man dann gerne reindappt irgendwie auch. Ja? Ich sage immer, Frauen werden wegbelastet. Ja, sie müssen dann in jede Kommission, in alles rein, und da sind sie in der kürzester Zeit verschleißt. Und das sehe ich genauso. Das ist ganz, ganz schwierig.
Und unsere Strukturen gehen immer noch davon aus, dass man grundsätzlich 100% seiner Kraft in den Beruf gibt. Und Sie haben es richtig gesagt, die Care-Arbeit ist, solange die nicht gleichwertig verteilt ist, wird es nicht funktionieren. Ja. Und solange sie auch nicht bezahlt wird, solange sie nicht wirklich einen Wert hat, dann wird sich das nicht ändern. Also ganz wichtig ist, wir müssen auch Nein sagen können und wir müssen sehr speziell auswählen, wozu wir Ja sagen und wozu nicht. Ne? Mhm. Also das ist, sind natürlich immer, ein Thema, glaube ich, der Führung unter Macht ist, man muss Entscheidungen treffen können, auch wenn sie einem dann vielleicht mal 5 Minuten selber wehtun oder so. Aber ganz stark bezogen natürlich auf dieses, ich muss es so nennen, leidige Thema der Care-Arbeit. Wir müssen auswählen und ich glaube, Sie haben es bei der letzten Diskussion schon gesagt, Augen auf bei der Partnerwahl. Wir müssen auswählen. Wenn wir das falsch machen, dann haben wir, erlauben Sie mir das Wort, verschissen fürs Leben. Das ist einfach so. Wenn wir da nicht aufpassen, dann klappt die Sache nicht. Gerade in unserem Beruf gehen Dinge besser, weil er relativ offen ist, glaube ich, also der Landschaftsarchitekt in einem Beruf, weil er relativ offen ist für unterschiedliche Modelle, auch in den Büros, besonders in einer Zeit, in der wir jetzt sind, nicht die Seuche, sondern die Hochkonjunktur, in der wir uns ja nach wie vor befinden. Alle suchen händeringend nach MitarbeiterInnen. Und dann kann man auch mal Forderungen stellen. Ich sage das jetzt ungern, weil ich bin ja die Chefin, aber das ist einfach wichtig für die Frauen. Bei uns gibt es die unterschiedlichsten Modelle. Da wird von 20 bis 40 Stunden alles gearbeitet. Und nicht nur von Frauen, natürlich mehr von Frauen, aber nicht nur von Frauen, sondern auch von den Männern. Mhm. Also gerade Landschaftsarchitekten gehören ja auch zu den vergleichsweise oft freundlicheren Männern. Deswegen habe ich mir ja auch so einen ausgesucht. Das heißt, diese Modelle gibt es auf beiden Seiten. Mhm. Und wie Sie sagen, dass es man auch eben zumindest in anderen Verwaltungen diese Flexibilität spielen konnte, ist das natürlich auch im Berufsleben gut. Das ist alles mühsamer scheinbar. Aber es sind natürlich auch dann die interessanteren Menschen mit den interessanteren Lebensläufen, weil das ist ja vielleicht auch etwas, wozu wir noch kommen, was planen wir eigentlich? Und da brauchen wir die Vielfalt. Also ja. Wenn jetzt nur der Herr Reimann sagen würde, wie es ginge, dann wäre das kein gutes Büro. Zum Glück weiß das Herr Reimann. sondern es ist unsere gesamte Gruppe, die, man muss sagen, in den Nullerjahren war sie eher weiblich dominiert. Wir haben dann gegendert, damit wir gleicher werden und auch Männer mehr bei uns haben. Es hat sich bei uns also tatsächlich erst entwickelt und jetzt ist es sehr schön, dass wir sehr ausgeglichen in unserer Geschlechtergerechtigkeit sind, in hoffentlich jeder Hinsicht, glaube ich. Das sehen sicher meine MitarbeiterInnen anders, das ist überhaupt keine Frage. Also das ist völlig klar, dass man da auch, wenn man aus unterschiedlichen Perspektiven die Sache betrachtet, ist sie natürlich unterschiedlich. Also da sind wir jetzt nicht die Guten, aber Planung ist, wir planen für viele, wir planen Vielfalt. Und das können nur vielfältige Persönlichkeiten mit vielfältigen Hintergründen machen. Ja, das ist super, weil das ist genau die Überleitung zu unserem dritten Gesprächsblock, weil jetzt wollten wir nämlich genau auch nochmal drüber sprechen, was planen wir eigentlich für Städte und wie unterstützen die Städte, die wir planen, den Alltag von allen. Und da wollte ich wieder mit Ihnen anfangen, Frau Lüscher. Und zwar, als ich angefangen habe, überhaupt das Thema Stadtplanung, Stadtentwicklung irgendwie wahrzunehmen und zu kennen, da war hier in Berlin noch Herr Stimmern derjenige, der vorgegeben hat. Dann sind Sie gekommen. Und Herr Stimmern war ja schon sehr raumgreifend, auch sehr männlich, habe ich ihn immer wahrgenommen. Was machen Sie anders? Haben Sie eine andere Perspektive auf die Stadt? Machen Sie weibliche Stadtentwicklung, ist das was für Sie wichtig ist oder was ist Ihre Perspektive da?
Mir war eigentlich nie irgendwie bewusst, dass ich jetzt irgendwie weiblicher an die Dinge herangehe. Ich gehe einfach an die Dinge heran, so wie ich dran gehe. Und ich habe eine, wie soll ich sagen, ich habe natürlich erstmal eine etwas andere politische Sozialisierung, weil ich aus der Schweiz komme, bin ich einfach schon, wir haben den Kompromiss in der DNA, sonst geht es nicht. Und das prägt uns, glaube ich, bis ins Private hinein, also wurde mir so bewusst. Und ich meine, wenn ich so auf dem Podium saß am Anfang, ich suche immer das Gemeinsame. Ja? Ich denke immer, was sagt jetzt Frau Giese? Ah ja, da habe ich auch noch einen Punkt, an dem ich anknüpfen könnte. Und hier wurde immer das Trennende, ja, der Zwist und der Unterschied gesucht. So. Und das erzähle ich, weil das fand ich nie männlich oder weiblich. Ich fand einfach, ja, es ist ein anderer Zugang. Und ich habe einfach von Anfang an gelernt, mich hat das Kooperative, das Gemeinschaftliche, das Zuhören, das Verstehen, was will das Gegenüber, dass Stadtplanung ein Resultat von vielen Akteuren ist, also dass es eine geteilte Autorenschaft ist, war für mich klar. Und ich fand jetzt nicht, dass das so sehr damit zu tun hat, dass ich Frau bin. Und dann habe ich aber mit der Zeit herausgefunden, ja, vermutlich hat es doch etwas damit zu tun, dass ich Frau bin. Aber ich hatte nie so diesen Fokus. Wird die Stadt dann anders? Ja, sie wird anders. Sie wird anders, weil die Prozesse anders sind. Das Resultat widerspiegelt einen Prozess. Davon bin ich hundertprozentig überzeugt. Und darum gibt es für mich nicht eine weibliche Gestaltung oder einen Gestaltkanon oder sowas. Aber es gibt einen diverseren Diskurs. Und das verändert natürlich die Resultate. Absolut. Also dann an Barbara Hüther und Ondine Giseke. Also Städte sind traditionell männlich dominiert. Also wir leben in Städten, die waren entworfen von Männern, wo die Straße haben einen Männername, die Skulptur, die wir sehen, sind Männermacht. Wie können wir sie inklusiver machen? Gibt es eigentlich Frauenorte? Und was ist davon gestalterisch oder politisch zu lösen? Und wenn es gestalterisch ist, welche Form nimmt das? Gucken Sie mich jetzt an oder Barbara? Wir können anfangen. Auf die Frage habe ich gewartet, also ob es Frauenorte gibt und Männerorte. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich mag die Diskussion nicht gerne. Also da schüttelt sich es in mir irgendwie so ein Stückchen weit, obwohl ich das total unterstreichen würde, dass es unterschiedliche Einflüsse gibt und dass das Ergebnis dann auch immer ein anderes ist. Aber ich finde das so ein bisschen unterkomplex zu sagen, das ist dann eine weibliche Stadt oder das ist eine männliche Stadt. Ich würde aber total zustimmen, dass das, was an Wissen eingeschrieben ist und was an Prozessen sich dann sozusagen materialisiert hat, da sind mehr männliche Komponenten in der Geschichte der Stadt drin als weibliche Komponenten. Und wir sind vielleicht in so einer Aufholjagd im Moment, also dass wir anfangen, da überhaupt mehr zu wissen über weibliche Raumnutzung oder Raumbedürfnisse, die jetzt nicht da sind, weil sie weiblich sind, sondern weil Alltag anders aussieht, weil einfach die Art und Weise, wie wir uns im Raum bewegen, wie wir Stadt nutzen, was wir brauchen, mit einer bestimmten Biografie, mit einer bestimmten Aufgabe, Sie haben das eingangs gesagt, mit dem hohen Care-Anteil oder so, das verändert einfach so 24 Stunden Benutzung vom Stadtraum. Und es hat auch dann schlicht was mit Empirie zu tun, dass man das nachweisen kann. Und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir mehr darüber verstehen, was die Unterschiede sind, die man jetzt auch nicht nur zwischen Männern und Frauen sehen kann, aber auch, und dann ist es auch wieder eine Machtfrage, warum haben die anderen mehr Einschreibemöglichkeiten bekommen als die einen als die anderen sozusagen. Aber insofern finde ich, ja, es ist absolut wichtig, mehr darüber zu wissen, andere Prozesse zu haben, wirklich auch zu fragen und aufmerksam zu sein, dass die Stimmen von weiblichen Stadtbewohnerinnen auch gehört werden. Aber ich glaube nicht, dass es weibliche und männliche Orte gibt, wenn man da nicht total platt sein will irgendwo. Ja. Also ich habe dazu auch wieder meine Mitarbeiterinnen befragt, die sich ja noch mehr im öffentlichen Raum bewegen als ich wahrscheinlich.
Und es war sozusagen unisono, gab es schon Orte und das waren Orte des Sports, erstaunlicherweise, also für mich jetzt auf den ersten Blick. Aber das war sozusagen eine immer gleiche, mehr oder weniger gleichlautende Antwort. Und jetzt nicht nur Fußball auf dem großen Platz, sondern einfach das Kraftvolle, sage ich jetzt mal, das scheinbar Testosteron-starke. Das war relativ eindeutig. Wie Frau Giesecke schon sagte, Frauen bewegen sich, weil sie anders sozialisiert sind, auch ein anderes Sicherheitsempfinden haben, anders durch den Stadtraum als Männer. Männer definieren in ihrer Nutzung Stadtraum durch ihre Anwesenheit ganz anders. Sie nutzen ihn auch ganz anders. Sie missbrauchen ihn auch ganz anders. Also man erleichtert sich auch mal. So, also völlig indiskutabel, aber so ist es. Nehmen wir alle nicht mehr so wahr, weil wir sind das alles so gewohnt. Ja? Wir sind eben alle so sozialisiert. Aber es ist natürlich wahrnehmbar und damit hat nach wie vor Bewegung im Stadtraum, also alltägliche Bewegung, auch viel mit Sicherheit zu tun. Das dürfen wir trotz allem nicht vergessen und wir sind hier natürlich in einer, also hier in Mitteleuropa in einer privilegierten Lage vergleichsweise, was Sicherheit anbelangt. Aber es ist auch etwas zum Beispiel, ein Thema Verkehrsplanung ist wahrscheinlich absolut männlich geprägt. Es gibt auch wahrscheinlich, also ich kenne jetzt tatsächlich keine Verkehrsplanerin, ich lasse mich gern vom Gegenteil überraschen und überzeugen, sehr schön. Also unsere großen, schönen Straßen sind erstmal von Männern für Männer gebaut gewesen. Frauen, Sie sagten es schon, bewegen sich mit ihrer ganzen Care-Geschichte zur Kita, zur Arbeit, zum Einkauf, zur Krankenpflege, zur Pipapo, tralala, ganz anders. Dann auch beschwerlicher durch den Stadtraum. Der klassische Mann, und so sind unsere Städte heute ja noch geprägt, fährt von zu Hause mit dem Auto zur Arbeit und wieder zurück. Also es sind andere Dinge, die da wirkmächtig sind, die für uns alle scheinbar normal scheinen und wir heute natürlich, wo wir auch berufstätig sind, das auch anders wahrnehmen. Aber das ist schon von einer Jane Jacob beschrieben worden in den 60er Jahren, dieses Leben und Sterben der in diesem Falle amerikanischen Großstadt. Das ist prägend, das ist Männerplanung. Und wenn wir nicht unsere Sozialisation und unsere Bedürfnisse ganz alltäglich in die Planung einbringen können, dann werden sie nicht gehört. Und deswegen braucht es uns einfach, also deswegen sind wir da, damit wir es so machen, wie wir es gut finden. Ohne jetzt, das ist natürlich ein Aushandlungsprozess, keine Frage, aber ohne diesen Teil der Diskussion, ohne die zweite Hälfte der Menschheit, wird unser öffentlicher Raum. Aber ich finde es trotzdem manchmal, es ist trotzdem vielleicht manchmal zu polarisiert für mein Gefühl, wenn wir das so auf so eine Männer-Frauen-Debatte führen. Also ich meine, traut man sich ja jetzt fast gar nicht, dann hier einen Mann zu zitieren, aber wenn man jetzt Henri Lefebvre mal ranzieht und sagt, jede Gesellschaft produziert eigentlich den Raum, der ihr so ein Stückchen weit angemessen ist. Ich glaube, dann sind wir einfach nicht mehr so ja, in dieser autogerechten Wirtschaftswunder-Welt. Ne? So ne? Ja, klar, das geht in beide Richtungen. Aber ich meine, spannend ist ja eigentlich, also was tut sich bei uns? Und ich glaube, das geht eben viel Richtung einer Fair. Also wir diskutieren ja oder geben uns Mühe, das zu diskutieren, Raum fairer zu verteilen. Und also mehrere Stimmen zu Wort kommen zu lassen und dann eher in einem integrativen Prozess nach Konzepten zu suchen und nicht die großen Konzepte vorweg zu haben und Ideale und die zu setzen. Und insofern, klar, spielt dann also diese Geschlechterdiskussion ganz, ganz stark mit rein. Und ich würde das auch unterschreiben. Ich finde es bloß trotzdem manchmal so schwierig, dass als Männer- oder Frauenräume so im Enge, das polarisiert manchmal unnötig.
Wir führen das aber auch, diese Diskussionen, auch an der Uni, auch mit diesen unnötigen Polarisierungen, da kommt man nicht umhin irgendwie. Aber trotzdem finde ich es ganz interessant, das nochmal in so einen etwas größeren Kontext zu stellen, wie verhandeln wir Raum eigentlich und wie läuft Planung oder Gestaltung heute eigentlich auch. Aber wir verhandeln ihn nur, wenn wir ihn verhandeln. Ne? Ja, also, aber es ist doch auch ein Generationenthema. Also ich finde, es ist ganz stark ein Generationenthema. Also als wir kurz angefangen haben mit den Star-Architektinnen, ja logisch kann auch eine Frau das anstreben, aber ich erlebe einfach, dass die heutigen Bürokonstellationen, die streben sowas gar nicht an. Die arbeiten in Netzwerken, die sind innerhalb im Büro in Netzwerken, sie bilden Netzwerke mit anderen Büros. Gerade das, um das sicherzustellen, dass man eben diesen Beruf auf mehr Schultern, durch mehr Schultern trägt, was wir vorher besprochen haben, dass es eben möglich ist, quasi das Leben als Ganzes zu sehen, diesen Beruf gut auszuüben, ihn auch mit dem nötigen Aufwand, den man ja auch braucht. Es ist ja auch ein Beruf, in dem man experimentieren muss, ausprobieren muss, Dinge verwerfen muss. Das braucht Zeit, das braucht Arbeitskraft, also wenn man diesen Anspruch hat. Aber eben zu sagen, ja, es braucht dann einfach mehr Leute. Und wenn an eine Sitzung die Partnerin X und das nächste Mal die Partnerin Y kommt und das dritte Mal der Partner Z, dann ist das einfach nicht mehr ein Problem. Mhm. Ja, und es ist eben nicht mehr auf diese Könige und Königinnen ausgerichtet. Mhm. Dort fängt es für mich an, ja, dort fängt es an mit den Strukturen. Und ich bin immer hoffnungsvoll. Ja, aufgeklärte Bauherrin natürlich. Ja, natürlich. Stelle, aber jetzt bin ich genau da. Ganz andere. Ja, ich bin da aber jetzt genau an dem Punkt, wo es wirklich schlimm wird, wo es grauslig wird, ist nicht in der Landschaftsarchitektur, sondern in der Architektur, wenn es um die Bauherren geht. Gehen Sie einmal, nur einmal im Leben, an eine Immobilienmesse. Mhm. Ja? Und es sind 99% Männer, Investoren, Geldgeber, Juristen. Und die Frauen, die Sie dort sehen, sind entweder aus der Verwaltung und Politik oder von einer Wohnungsbaugesellschaft, also auch, ja. Und dann sehen Sie noch ein paar Frauen, die einfach repräsentieren müssen. Es ist eine absolute Katastrophe, ja. Und das sind die Bauherren. Und wenn wir dort nicht was ändern, wenn wir Frauen nicht dort hineingehen und sagen, wir werden Bauherrinnen, dann wird sich ganz, ganz lange gar nichts ändern. Mhm. Darum danke für den Einwurf. Ja, das ist genau die Frage. Ja, wir brauchen Chefs, die akzeptieren, dass man halt sagt, ja, jetzt muss ich mal 2 Stunden aus dem Homeoffice was machen, aber es läuft trotzdem. Ja? Und wir brauchen Bauherren, die genau das akzeptieren, dass nach 18 Uhr keine Sitzung mehr stattfinden. Ich meine, was wir produzieren mit unserer Bürgerbeteiligung, alle meine Mitarbeitenden sind abends an Bürgerbeteiligung. Ich natürlich sowieso. Ja, ich meine, wie soll man das mit einer Familie vereinbaren? Aber wir wollen alle Bürgerbeteiligung. Das ist richtig. Ja? Wir bräuchten eigentlich jeder, jede in seiner Arbeit ein Bürgerbeteiligungskonto, wo ich sagen kann, heute gehe ich nicht zum Arzt, ich gehe zur Bürgerbeteiligung. Und zwar von 10 bis 12. Ja, so. Also wenn wir verändern wollen, müssen wir Dinge nochmals ganz, ganz anders, radikal anders denken. Weil wenn man in der öffentlichen Verwaltung arbeitet, dann hat man permanent Abendtermine. Das ist ein Wahnsinn. Und übrigens die Architektinnen und Stadtplanerinnen auch. Ja. Die müssen ja ihre Projekte vorstellen. Genau. Ja? Logisch. Ja, jeder Wettbewerb, jedes Wettbewerbsverfahren gibt es eine Bürgerveranstaltung am Abend, dann sind die ganze Jury dabei, dann hören sie zu, am nächsten Tag ist das Preisgericht. Es ist alles super, ich will das, ich unterstütze das. Wir treiben diesen ganzen Aufwand. Aber wir halten es nicht mehr aus. Wir sind ausgelaugt, wir sind K.O. fertig am Ende. Wie ändern wir das? Ja, das ist auch wieder ein strukturelles Problem. Ja, ich meine, und es ist das müssen wir auch ein Problem. Einfach diskutieren. Also insofern ist es total wichtig, dass das zur Sprache kommt, in dieser Verknüpfung auch mit den statistischen Daten, die Sie eingangs hergegeben haben. Ja. Und also das heißt wirklich, Tagesabläufe sind dann auch andere oder bestimmte Termine sind andere. Oder, ja, also und
Ja. Ich sehe gerade hier von unserer Technik das Schild, dass wir nur noch 5 Minuten haben, wo es gerade so spannend ist. Aber wir wollten auch den Planerinnen und vielleicht auch einigen Planern, die hier sind, auch noch mal die Möglichkeit geben, vielleicht 1, 2 Fragen an Sie zu stellen, wo wir Sie schon mal hier haben. Ich glaube, das machen wir noch mal. Emmeline ist mit dem Mikrofon. Wenn hier jemand eine spannende Frage hat oder auch eine ganz normale Frage, einmal die Hand heben und dann würde Emmeline kommen und genau. Katrin hat hier vorne eine Frage. Ja, ich breche mal das Eis für die weiteren, die da nach mir kommen. Ich arbeite ja inzwischen arbeite ich in Brandenburg und da ist es nochmal anders. Da habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich ganz viel mit weiblichen Bauherrinnen zu tun habe. War für mich auch, sage ich mal, unter dem Stichwort Vorbild nochmal interessant, als ich so anfing, da reinzukommen, auch mit welcher Macht und Kraft die dieses Amt ausfüllen. Mhm. Und da ist vielleicht eher eine Feststellung, aber das ist einfach nochmal eine ganz andere Sozialisierung, könnte ich mir, es ist mein Fazit, was ich daraus ziehe, die sind einfach anders sozialisiert und wachsen da anders rein. Und vielleicht eben dieses Problem Ost-West, sage ich mal. Darf ich nachfragen? Das sind private Bauherrinnen. Wir sprechen nicht. Nee, das sind öffentliche. Ja, eben, das ist der Punkt. Das ist einfach der Unterschied. Ich habe davon gesprochen, von der Privatwirtschaft. Ja, da haben Sie keine Frauen, die Bauherren sind. Alle Bauherrinnen sind aus Verwaltung, aus Politik, aus der öffentlichen Hand. Ja, da gibt es viele. Gibt es noch Fragen hier aus dem Publikum? Hätten wir vorher ankündigen müssen, dass wir auch noch Fragen stellen. Na, wenn nicht, dann nicht. Dann können wir uns auch so noch weiter unterhalten, beziehungsweise vielleicht auch die Runde so ein bisschen abschließen. Vielleicht kommt noch was. Ja, genau. Gedulden uns noch ein bisschen. Sollen wir noch mal so eine unangenehme Stille entstehen lassen? Ja, aber richtig. Ja, ich habe ja so ein bisschen mitnotiert und habe aufgeschrieben, Dinge müssen sich radikal ändern. Da sind die Zeiten für Beteiligungsprozesse genannt worden und das, was eben diese Prozesse, die auch weiblichen Alltag in den Blick nehmen, sowohl für Planung als auch im Berufsleben, habe ich verstanden. Gibt es noch mehr Sachen außer der Zeit, die sich radikal ändern muss? Also diese Zeitbudgets, Zeitgeschichten, also Dinge sollen sich ganz anders darstellen und radikal ändern. Das fand ich hier so einen spannenden Schlagwortsatz. Ich dachte, oh, da sitzt bestimmt was dahinter, was vielleicht für uns noch interessant ist. Na. Ich wollte mal ein Stichwort von Ihnen aufgreifen, Frau Lüscher. Ich glaube, ein ganz zentraler Stichwort, was eben von Frau Lüscher vorhin gefallen ist, ist diese Akzeptanz der Multiautorenschaft. Und insofern fand ich nämlich auch diese Star-Architekten-Frage fast schon eine, die genau in das Gender-Loch reinfällt. Also ja. Das knüpft ja so ein bisschen an so ein Geniebild oder ähnliches. Und ich glaube, wir demontieren das im Moment. Wir haben auch nicht unbedingt das Gefühl, dass es zu den ganz großen Herausforderungen, vor denen wir stehen, noch so die richtigen Antworten produziert. Jetzt, auch da geht es um Vielfalt. Ich will jetzt auch nicht das Kind mit dem Bade ausschütten und sagen, es geht nur das eine oder andere. Aber diese Prozesse hin zu eben Multiautorenschaft und dem anderen Generieren von Lösungen, das ist, glaube ich, schon ein ganz, ganz starker Paradigmenwechsel, der sich da abzeichnet und der aber dann auch wieder also Freiheiten der Gestaltung sowohl von solchen Prozessen als eben auch von den Ergebnissen, das muss man auch sagen, ich glaube auch, dass die Ergebnisse anders aussehen und auch nachsteuerbarer und fehlerfreundlicher vielleicht so sind. Mhm. Und also das könnte ich nicht trennen von dem, was es vielleicht an schlichten Genderforderungen gäbe, um das Leben von Frauen oder Karrierewegen von Frauen zu erleichtern. In unserem ich finde aber auch das Bild, was ist eine starke Frau? Also auch das muss man vielleicht befragen. Also, also Sie haben am Anfang irgendwie Herrn Stimmern gesagt, Herr Stimmern, dann kam ich, da war irgendwie alles anders. Ja, als ich kam, weiß ich noch, an der Pressekonferenz waren die Journalisten da und die haben gesagt, na super, jetzt kommt jemand, die ist kooperativ, die bezieht die Leute ein, die hört zu, wunderbar, das haben wir uns jetzt jahrelang gewünscht. Ja? Ein
halbes Jahr später, nee, ich würde sagen ein Jahr später, ich hatte noch den Swiss-Bonus, ja, haben alle gesagt, die Frau ist schwach, die hat keine Ahnung, die holt sich einen Gestaltungsbeirat, die steht nicht nach vorne und zieht. Ja, also dieses Bild, dass eine führungsstarke Kraft andere fördert und dass man den besten Führungsjob macht, wenn man sich zurückziehen kann und die anderen da vorne stehen. Mhm. Dieses Bild, das hat sich noch überhaupt nicht geändert. Und das ist noch ein ganz, ganz langer Weg. Und darum sage ich, was meinen wir mit einer starken Frau? Ja, was ist eigentlich Stärke? Das müssen wir befragen und intensiv diskutieren. Was können wir denn da so jetzt als Wieler-Gruppe, die sich gefunden hat, als Frauen, die sozusagen das Gefühl haben, sie wollen diese Aspekte weiter voranbringen? Also vielleicht das so als Abschlussfrage, was würden Sie uns vielleicht auch mit auf den Weg geben, was wir, wie sollen wir weitermachen? Also, ich kann nur von mir reden und das würde ich damit in die Runde werfen. Ich liebe diesen Beruf, der ein gestaltender Beruf ist, aus der ein ganz wesentlichen Aspekt hat. Also meine Sozialisation kommt auch stark aus dem Umweltschutz, aus der Umweltschutzbewegung der frühen 80er Jahre, ist dann zur Gestaltung geworden. Und das Gestaltende und durchaus auch, dass ich bleibe dabei, als Person erkennbar werdende Gestaltende, ist unheimlich bereichernd und bringt einen auch durch die Abgründe dieses harten und anstrengenden, technischen, wirtschaftlich herausfordernden Beruf. Das ist ja hier alles kein Spaziergang, das ist ja kein Ponyhof, was wir hier machen. Ne? Wir haben durchaus Budgets zu verwalten, wir haben Verantwortung für MitarbeiterInnen, wir haben Verantwortung für das, was wir tun, was wir gestalten im öffentlichen Raum. Wir sind also da hochpräsent. Ob das jetzt was Kleines oder was sehr Großes ist. Wir sind hochpräsent, das heißt, wir haben Verantwortung. Aber dieses Bereichernde, dieses Gestaltenden, Aktiven und was immer Gestaltung ist, also auch Prozesse führen und beeinflussen und zu einem Ziel bringen, ist natürlich Gestaltung. Also ich rede jetzt nicht nur von Zeichnen und Bauen. Aber das ist unheimlich bereichernd und das, wenn es das ist, was Sie sich hier alle wünschen oder was Sie hier alle tun, wovon ich fast ausgehe als Landschaftsarchitektinnen, dann tragt das durchs Leben, glaube ich. Ja, ich glaube, eigentlich wollte Emmeline, du wolltest dich bedanken, aber du hast kein Mikrofon mehr, deshalb gebe ich dir mal. Ja, ich wollte mich bedanken an alle für alle ihre Worte. Also das gibt mir auf jeden Fall Mut, um weiterzumachen und Stärke. Und dann, wir werden diese Gespräche beenden. Und folgen auf dem Programm, ich weiß nicht. Genau, jetzt gehen die, die möchten, rüber zur Ausstellung im anderen Gebäude. Und alle anderen können sich unsere Ausstellung noch anschauen, wer Interesse hat. Die zeigt nämlich auch die Arbeit der Landschaftsarchitektinnen und die verschiedenen Aspekte, die wir spannend finden. Und auf der anderen Seite eben die Landschaftsarchitektinnen-Köpfe mit den Namen dahinter. Also wenn ihr dazu Lust habt, dann schaut euch gerne um. Wir sagen danke. Ich denke, wir sollten auch noch mal einmal ganz herzlich Dank sagen unseren Sponsoren. Wir haben Vestre gewonnen, wir haben Lorberg gewonnen, wir haben Selux gewonnen, Liton und Hansegrand. Und das ist natürlich toll, dass es da auch Firmen gibt, die uns in unserer Arbeit unterstützen und das heute möglich gemacht haben. Ganz herzlichen Dank. Danke.